Also wir werden hier über öffentlichkeitsherstellende Institutionen sprechen. Und ganz konkret wird sich diese Diskussionsrunde zum größten Teil einem ganz besonderen Aspekt widmen, nämlich der griechischsprachigen Programme, die in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland gesendet wurden, und auch eine weitere Institution, nämlich das Goethe-Institut in Athen. Herr Markaris, der ursprünglich nicht in diesem Panel war, ist jetzt dazugekommen und er kann dazu etwas sagen. Also, aber oh, kennt sich aus. Okay, das sind jetzt die zwei griechischen Programme. Das eine ist das griechische Programm der Deutschen Welle und das andere ist das griechische Programm des Bayerischen Rundfunks, beide 1964 gegründet. Die Deutsche Welle sendete ihr Programm über Kurzwelle nach Griechenland. Die Hörer des Bayerischen Rundfunks bundesweit auf UKW zu empfangen, das waren die fast 400.000 griechische Gastarbeiter jener Zeit. Wir sprechen jetzt also über die Hunderzeit. Was beide Programme auszeichnet, war, dass sie beide einen klaren Standpunkt gegen die Militärdiktatur in Griechenland eingenommen hatten. Einen solchen Standpunkt einnehmen ist das eine, aber wie lässt sich das mit dem Auftrag an öffentlich-rechtliche Programme vereinbaren, unterschiedliche Ansichten zu Wort kommen zu lassen? Ist damals die Pluralität auf der Strecke geblieben? Das ist einer der Fragen, die uns beschäftigen werden. Es gibt noch andere Fragen und dabei geht es zum größten Teil, weil wir hier Zeitzeugen haben jener Zeit, um Rekonstruktion von Geschichte. Es gibt keine Monographien über die beiden Programme, wissenschaftliche Monographien, obwohl das eine sehr lohnende Sache wäre, sich um das griechische Programm der Deutschen Welle und das griechische Programm des Bayerischen Rundfunks damit auseinanderzusetzen. Es gibt kürzere Einleitungen in Dokumentationen, die da erschienen sind, aber wie gesagt, keine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Es gibt eine Interviews von Zeitzeugen, die von der Deutschen Welle, vom griechischen Programm 2007 herausgegeben worden sind, auf Griechisch, das gibt es auf CD. Und es gibt einen Film von Timon Koulmassis, über das griechische Programm der Deutschen Welle, aber das war's denn auch. Deshalb müssen wir heute darüber reden, wie sahen die Programme aus, was wurde gesendet, wer waren die Journalisten, die das Programm gestalteten, also die Macher der Programme, welche politische Haltung nahmen sie an, wurde untereinander politisch gestritten. Das wurde. Was war die Haltung der Chefetagen der Deutschen Welle und des Bayerischen Rundfunks gegenüber den griechischen Programmen? Wie sahen die Versuche, wir haben etwas schon gehört, die Versuche der Militärhunder, darauf Einfluss zu nehmen, was die Programme gesendet haben. Das wollen wir etwas vertiefen, diese Frage. Was war die Rolle der deutschen Botschaft in Athen? Auch darüber haben wir was gehört, aber wir werden noch mehr hören. Und wie war das Verhältnis der beiden griechischen Redaktionen zu den politischen Kräften, die in Opposition zur Hunder standen? Das sind jetzt einige Fragen, die während dieser Diskussion diskutiert werden. Wie gesagt, zu uns gesellt in der Diskussionsrunde hat sich Petros Markaris, allen bekannt, muss nicht weiter vorgestellt werden, bekannter Schriftsteller auch in Deutschland. Und er ist auch ein Zeitzeuge, insofern, als er zu der Zeit 67 bis 74 in Athen lebte und uns etwas über das Goethe-Institut berichten wird. Dann haben wir Danae Koulmassis zu meiner Rechten, Übersetzerin und griechischer Literatur ins Deutsche, Herausgeberin von Anthologien griechischer Literatur. Ich sehe gerade zwei Stück hier, ein seltenes Stück von 1973, die Exekution, das, na, richtig, das gibt es nicht mehr, das ist eine Seltenheit. Sie ist Autorin einer, ich nenne es mal, romanhaften Doppelbiografie über Heinrich Schliemann und seine Frau Sophia von 1974 bis 1989 war Danae Koulmassis
Presserätin und dann auch Kulturrätin der griechischen Botschaft in Bonn und von 1969 bis 1974 Mitglied der Redaktion des griechischen Programms der Deutschen Welle. Neben mir ist Eleni Torosim, Journalistin und Autorin mehrerer Bücher, Kinderbücher, kulinarische Bücher und des gerade erschienenen Romans habe ich vor mir. Als ich dir zeigte, wie die Welt klingt, ich habe mich an den Titel noch nicht gewöhnt, denn der ist dieser Tage erschienen. Und es ist eine Mutter-Tochter-Geschichte, die in den 60er Jahren in Griechenland der Militärdiktatur beginnt, am 21. April 1967. Und die wird dann in Deutschland fortgesetzt. Sie ist nicht deshalb eingeladen worden, sondern Eleni Torosi arbeitete von 1971 an im griechischen Programm des Bayerischen Rundfunks. Spiros Moskowu, das ist der Herr da, ist seit 14 Jahren Leiter des griechischen Programms der Deutschen Welle. Etwa doppelt so lang arbeitet er beim Programm mit. Darüber hinaus ist er Übersetzer mehrerer deutschsprachiger Autoren ins Griechische, darunter Enzensberger, Fallim Handke und auch Thomas Bernhard. Und er ist auch Rezensent und vor allem von Büchern, die aus dem Deutschen ins Griechische übersetzt wurden. Hagen Fleischer ist auch da neben mir, aber bei denen haben Sie jetzt genug gehört. Und Eberhard Rontholz, Journalist, ne? Mal schauen. Wer fragt, der führt bekanntlich nicht. Okay, Eberhard Rontholz ist Journalist und Publizist seit Mitte der 50er Jahren. Ich habe es nochmal kontrolliert. Oder Ende der 50er Jahre. Verfolgt er das Geschehen in Griechenland? Ja, jetzt liege ich richtig. Und hat darüber unzählige Beiträge veröffentlicht und auch ein Buch, das 2011 erschienen ist und seitdem sehr gut läuft, nämlich Griechenland, ein Länderporträt, auch für Griechenlandkenner sehr zu empfehlen. Und was ihn vor allem interessiert, sind Fragen des deutsch-griechischen Verhältnisses in der Nachkriegszeit. In diesem Rahmen hat er die Rolle der deutschen Botschaft in Athen in der Hunderzeit untersucht und darüber werden wir gleich hören, im Zusammenhang eben mit der Deutschen Welle. Und Eberhard Rontholz war von 1973 bis 2000 Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk in Köln. So, wir haben uns alle darauf geeinigt, es werden vor der Diskussion kurze Eingangsstatements von jedem gegeben, mit Ausnahme von Hagen Fleischer, von plus minus 5 Minuten. Und beginnen wollen wir mit Spiros Moskowu, der uns einen kurzen Überblick über 50 Jahre griechisches Programm der Deutschen Welle geben wird. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich gehöre der neuen Generation der Deutschen Welle. Also eigentlich, wenn unser Thema heute Abend ist, 40 Jahre nach dem Sturz der Diktatur in Griechenland und die Rolle der Deutschen Welle damals, dann sind andere geeignet zu sprechen, wie zum Beispiel Frau Kulmas, die war damals Mitglied der Redaktion. Trotzdem dachte ich, ich mache jetzt einen kleinen Überblick, was bedeutet denn die Deutsche Welle, 50 Jahre Deutsche Welle. Das ist ein Zufall, in diesem Jahr feiern wir unser 50-jähriges Jubiläum. Ein kurzer Überblick für den einen oder anderen, der vielleicht nicht alle so genau weiß. Das griechische Programm der Deutschen Welle wurde zum ersten Mal im April 1964, also vor 50 Jahren, ausgestrahlt. Das Format des damaligen Programms entsprach dem einer klassischen Informationssendung über Kurzwelle, also mehr oder weniger ein langweiliges Rundfunkprodukt. Der Start fiel in eine Phase, als der deutsche Auslandsrundfunk sein Angebot im Hörfunk stark ausbaute. Mitte der 60er Jahre verbreitete die Deutsche Welle Sendungen in 26 Sprachen. Nur 3 Jahre nach ihrer Gründung wurde die junge Redaktion mit einer historischen Herausforderung konfrontiert. Dem Putsch der Obristen am 21. April 1967 und der darauf folgenden Diktatur in Griechenland. Von diesem Tag an konnte sich die griechische Redaktion mit ihrem Programm, das umfassend über den Widerstand gegen die Unterdrückung berichtete, einen sehr großen Hörerschaft sicher sein. Nach damaligen Schätzungen waren es sogar jeden Abend etwa 3 Millionen Griechen. Die Menschen saßen gespannt vor dem Radio und erwarteten die Sendung aus Deutschland mit Berichten über die Machenschaften der Militärjunta in Griechenland, die erst auf dem Umweg über die Deutsche Welle an die breite Öffentlichkeit in Griechenland gelangten.
Ich bin im Jahre 1960 geboren und in Athen aufgewachsen. Ich war damals Kind und ich stand auch abends vor dem altertümlichen Radio und hörte die griechische Sendung der Deutschen Welle. Mein Favorit war damals der Journalist und Schriftsteller Alexander Skinas. Er hatte eine sehr charakteristische, er hatte eine sehr charakteristische raue Stimme und er war wirklich ein wortgewaltiger Kommentator. Warum gefiel er mir am besten? Nicht, weil ich ihn besser verstand. Nein, ich verstand ihn am wenigsten. Er war sehr schwierig. Aber er zeigte mir, ich war damals ein Kind, wie die Welt größer ist als meine kindliche Welt. Nach seinen Kommentaren rannte ich in die Bibliothek, öffnete die Schlagwörter und lernte neue Wörter. Das heißt aber auch neue Begriffe. So wurde nicht nur mein politisches Bewusstsein einen Anstoß hat bekommen, sondern ich wurde auch langsam ein älterer kleiner Herr. Yannis Zanetakos, um auch einen anderen Namen zu erwähnen, seinerzeit war er informeller Korrespondent der Deutschen Welle und später Intendant des griechischen Rundfunks, ist fest davon überzeugt, dass die wachsende Ablehnung der Junta durch die griechische Bevölkerung in hohem Maße auf den Einfluss der Auslandssender zurückgeht, vor allem der Deutschen Welle. Gerichtsprozesse, Folter, Skandale seien erst aufgedeckt worden, weil die Nachrichten über sie via Kurzwelle eine Öffentlichkeit in Griechenland fanden. Deshalb seien Auslandssender auch eine unersetzliche friedliche Waffe der Demokratie, so Zanetakos. Was die Deutsche Welle für die Griechen bedeutet, hat sehr prägnant vor ein paar Jahren der damalige Außenminister und spätere Ministerpräsident Georgios Papandreou formuliert. Zitat: Die Deutsche Welle ist seit jeher ein Sinnbild der zuverlässigen Berichterstattung. Für uns Griechen aber ist sie das Synonym für die freie Berichterstattung während der Militärdiktatur. Ein Beitrag von historischer Bedeutung, den das griechische Volk bis heute nicht vergessen hat. Das Vertrauen der Zuhörer blieb aber auch nach dem Ende der Diktatur im Jahr 1974 dem griechischen Programm erhalten. Die Schwerpunkte der Sendungen verlagerten sich naturgemäß, aber Deutsche Welle bedeutete für die Griechen weiterhin und bis heute Objektivität und Glaubwürdigkeit. Die Obristendiktatur war ein erster großer Testfall für die Rolle des deutschen Auslandsrundfunks als Krisenradio. Jetzt ein paar Worte zu der Bedeutung des griechischen Programms für die Deutsche Welle insgesamt. Der Unterdrückung des Volkes setzte die Deutsche Welle eine Erweiterung der Sendezeit des griechischen Programms entgegen. Seither gehört es zur unternehmerisch-politischen Strategie und zur sogenannten Philosophie der Deutschen Welle, die Angebote für Konflikt- und Kriegsregionen auszubauen. Sehr erfolgreich hatte dies die Deutsche Welle auf dem Balkan getan, für den in den 90er Jahren Programme in Albanisch und Bosnisch neu etabliert wurden oder auch in Afghanistan und im arabischen Raum. Dort hat die Deutsche Welle nach dem 11. September 2001 und nach dem Ende des Taliban-Regimes in Kabul ihr Engagement erheblich verstärkt. Und das macht jetzt die Deutsche Welle auch mit Russland und der Ukraine. Und so, man sagt ja so charmant, immer Griechenland sei die Wiege der Demokratie. Und so ist innerhalb der Deutschen Welle das griechische Programm die Wiege des Krisenradios geworden. Für das griechische Programm von DEVE Radio, wie man das modern heißt, begann 1989 ein zweiter Frühling. Damals gelang es unserer Redaktion, als erster in der Deutschen Welle, ihre Sendungen über lokale UKW-Sender in Griechenland auszustrahlen. Mit Hilfe dieses sogenannten Rebroadcasting wird die tägliche Mittagssendung von ungefähr 40 Sendern in Griechenland und auf Zypern wieder ausgestrahlt. Mit dem Athener Privatsender Sky geht die Redaktion in Bonn noch einen Schritt weiter. Zusätzlich zur Übernahme des regulären Tagesprogramms gibt es im Programm stündliche Live-Schaltungen per Telefon zu den Journalisten der griechischen Redaktion. Das Gleiche gilt seit 2009 im Bereich des Fernsehens. Unsere Redakteure werden per Videofon in die Nachrichtenmagazine von Sky TV eingeschaltet. Unsere neue Aufgabe, dem griechischen Publikum die deutsche Politik zur Bewältigung der Eurokrise verständlich zu machen. Wie Sie vermuten, es ist nicht die leichteste der Aufgaben.
Am Beispiel des griechischen Programms der Deutschen Welle wird deutlich, wie Radiosendungen zu einer starken und tragfähigen kulturellen Brücke werden. Die Deutsche Welle bleibt bis heute ein positiv besetztes deutsches Markenzeichen in Griechenland. Unkenntnis ist der Hauptgrund für Vorurteile. Das Nichtwissen ist der größte Feind der Verständigung. Wir müssen den anderen verstehen wollen und uns auch verständlich machen. Hier setzt die kulturelle Vermittlung der Deutschen Welle an, mit beachtlichem Erfolg, wie die Geschichte des griechischen Programms zeigt. Jetzt gehen wir über zu Danay Kulmasi und die wird uns jetzt etwas über die Zeit, in der sie in der Deutschen Welle arbeitet, nämlich 69 bis 74 sagen. 69 als freie Mitarbeiterin und ab 70 bis 74 als Redakteurin. Es ist so ein Gefühl, dass man, also das war schon bei dem Film von Timon Kulmasi, dass man nun Geschichte geworden ist. Dass man Geschichte wird, das ist eigentlich, ich will nicht sehr emotional sein, aber ich würde doch das sagen, was ich kurz vorher gedacht habe, zwischen Geschichte und dieser Gegenwart und diesem Augenblick hier. Sicherlich alle Kollegen wie ich denken an jene Zeit, sehr, sehr nice, immer noch bei uns, klar, in Erinnerung, wir hören die Geräusche der Revolte des Polytechnikums, Schüsse, Lieder, den Sender, den wir wieder sendeten am nächsten Tag, in der Deutschen Welle, in dem Zimmer der Redaktion. Das ist unser Bewusstsein, das ist auch ein Leben gewesen. Aber ich wollte gerne mit der Gegenwart beginnen, und zwar wieder mit Günter Grass. Günter Grass hatte ein Gedicht veröffentlicht, wie Sie wissen, also im Mai 2012, was nicht sehr gutiert worden ist in der Öffentlichkeit in Deutschland. Ich weiß nicht genau warum. Zur Sache Griechenlands, das ist also die Schande, Europas Schande, mitten in der schlimmsten Zeit der internationalen Krise, das in den deutschen Medien stark kritisiert wurde, gesagt, mitten in der Krise auch. Und es führt uns direkt zurück zu der damaligen Zeit und zu unserem Thema des gemeinsamen Widerstandes. Ich erinnere Sie daran, Europas Schande hieß es, ein Gedicht von Günter Grass, dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht, bist fern du dem Land, das die Wiege dir lieh. Tolles, Hölderlin-artiges, Homer-artiges, philhellenisches Gedicht, traditionell. Was mir der Seele gesucht, mit der Seele gesucht, da haben wir es ja, gefunden dir galt, wird abgetan nun unter Schrottwert taxiert. Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land dem Dank zu Schulden, dir redensart war und so weiter. Kaum noch geduldetes Land, dessen Obristen von dir einst als Bündnispartner geduldet wurden. Dir trotzend trägt Antigone schwarz und landesweit kleidete Trauer das Volk, dessen Gast du gewesen. Und so weiter, er spricht noch von den Kommissaren Klerköre und verfluchen im Chor die Götter im Olymp. Geistlos verkümmern wirst du ohne das Land, also du Europa, ohne das Land, dessen Geist dich Europa erdachte. Nun, ich lasse dieses Gedicht mitten in der Krise und schieb dem Günter Grass einen Brief. Daraus will ich kurz etwas lesen. Ich bin bei Ihnen gewesen, lieber Herr Grass, Günter Grass. Sie werden sich nicht daran erinnern, lang ist es her, während der griechischen Diktatur. Ich war Redakteurin beim griechischen Dienst der Deutschen Welle, die uns ihr Mikrofon für eine gegen das Regime gerichtete Sendung zur Verfügung stellte. Ein Kollege war bei diesem Treffen dabei, das war Angelos Maropoulos,
und wir sprachen über die Situation in Griechenland. Sie hatten gerade beschlossen, nach Athen zu reisen und an Ort und Stelle ihre Solidarität zu den unterdrückten demokratischen Kräften zu zeigen. Sie fuhren hin und hielten in Athen eine historische Rede, von der ich noch den Satz in Erinnerung habe, dass die Demokratie in ihrem Ursprungsland keine Schule gemacht hätte. Ihre Anwesenheit und ihre Rede hatten eine große Wirkung in Griechenland. Ihre Intervention setzte Zeichen, auch in Deutschland und in Europa, dessen erste rechte Nachkriegsdiktatur Griechenland gewesen ist. Unser Dank war damals groß. Heute danken wir Ihnen wieder. Also ich hatte die Kritiken gelesen, aber ich spürte eben diesen Dank. Ihr Einsatz gegen das Unrecht ist ebenso wichtig und umso bedeutender, als es heute nicht nur um ein Land geht, Griechenland, das erste Opfer einer internationalen Krise, ist eine Gefahr für alle, für den Gang der Dinge in Europa, dessen Schande sie brandmarken. Antigone, sagen sie, schreiben sie, trägt schwarz. Antigone, während der Junta war sie trotz Ahnenkult verboten, neben den langen Haaren wie für die Jungen und die Miniröcke für die Mädchen. Sie würde von den immer gleichen Kreons umgebracht, schrieben damals einige Autoren in Griechenland. Mit ihrem philhellenischen, in Anführungsstrichen geschriebenen Gedicht lenken sich hingegen heute auf die Gegenwart hin. Seien Sie heute ein zweites Mal bedankt. Wir waren damals bis zu diesem Dorf hingefahren, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, im Norden Deutschlands, wo Gras immer noch wohnt, und saßen mit Maropoulos und beredeten also diese Reise und diskutierten stundenlang, also das waren seine Zeichnungen rumherum und er mit seiner Pfeife. Das war eine Sache, die passierte außerhalb der deutschen Welle, von der deutschen Welle. Damals war es eben am 20. Mai 1972 und schon hatten wir das Gefühl, beide bei dem Gespräch, dass es um einen europäischen Fall gegangen ist. Das ist ganz merkwürdig, aber das ist eben so. Ich fuhr hin und brandmarkte das Regime. Weil ihnen die demokratischen Rechte genommen wurden, sind unsere Bedrohten nicht im Ursprungsland der Demokratie, hat sie Schule gemacht. Das war ein gemeinsamer Widerstand. Die Gesellschaft, wie wir gehört haben, wurde dann also ziemlich bald darauf verboten. Also nachdem wir Herrn Karamanolakis gehört haben und Herrn Fleischer, dann kann ich doch wohl sagen, dass dieser Titel, der gemeinsame Widerstand, den Herr Bechlivanos vorhin provokant genannt hat, doch wohl eigentlich sehr ambivalent klang. Und natürlich sind das so Reizworte, nicht? Also gemeinsam und Widerstand. Wo war der große Widerstand? Es waren Widerstandsakte. Wo war das Gemeinsame? Wir haben also gehört, wie komplex das gewesen ist und wie ambivalent. Insofern natürlich ganz besonders provokant und ganz besonders gut. Diese Reizworte, sie sind zeitbedingt und waren damals gefährlich. Und ich möchte gerne ein Wort sagen zu der Rede von Herrn Maronidis, zu Gras, die, wie Sie gehört haben, in einer unglaublichen Sprache, auch in der sehr schönen Übersetzung, gefasst worden ist, so konkret und so intellektuell zugleich, dass man sie kaum verstehen konnte in ihrer Differenziertheit. Aber damals war jedes Wort in dieser Rede, wie alle Worte, auch in dieser Anthologie der Texte, die in Griechenland erschienen sind, Reizworte. Man sagte Wetter und das war schon nachzudenken darüber. So sind sie auch gefürchtet worden, gerade von denen, die sie knebelten. Heute wirken sie selbstverständlich positiv und wie gesagt, also insofern ist dieser Titel mir sehr nah gegangen von dem gemeinsamen Widerstand. Nikolaou, Kostas Nikolaou, der leider nicht verreisen wollte für den heutigen Abend,
der 1975 ein Buch über die Jahre in der Deutschen Welle schrieb, aus eigener Sicht und kritisch, beendet seine Ausführungen in diesem Buch mit den Worten, Zitat, Westdeutschland hat mit der Deutschen Welle zweifellos enorme und substanzielle Dienste der Demokratie in Griechenland geleistet. Sie, die Deutsche Welle, hat das Recht, im Bewusstsein des griechischen Volkes als die Stimme des Widerstandes zu bleiben. Das ist das Faktum. Ein Mikrofon in Köln, durch das hindurch wir über die Kurzwelle die Dinge bei Namen nannten. Wie Anagnostakis, auch einer der Autoren dieses Buches, sagte, meinem Kind gefielen die Märchen nie. Er wollte, ich kann es jetzt nur so zitieren, also nicht direkt im Vers, er wollte, dass ich den Hund Hund nenne und die Skaffi, also die Wanne Wanne. Also wir nannten die Dinge, wie sie waren, und niemals haben wir damit aufgehört, auch in Zeiten, wo alles sehr schwierig geworden war, ab 1972, durch die verschiedenen Gespräche und Kontakte, die, wie wir gehört haben, von Athen, Köln stattgefunden hatten, oder Athen, Bonn vielmehr. Ja, natürlich, werden wir. Eines Tages erreichte mich, Entschuldigung, das muss ich aber doch noch. Was war diese Sendung? Das darf ich noch sagen. Also, sie war eine Ausnahme. Einmalig, nicht zu vergleichen mit der griechischen Sendung der ORF aus Paris, nicht mit der von der BBC, nicht mit den Sendungen des Ostblocks und die Ideologeme. Sie war die BBC aus Köln, wie wir die BBC nannten während der Besatzungszeit in Griechenland. Ich auch damals als Kind bei einem alten Radio. Sie war eine Werkstatt. Jeder machte seine Arbeit, also vom Schreiben und Tippen und Sprechen am Mikrofon. Sie war ja eine Stätte gemeinsamen Widerstandes, aber das war ein komplexer Prozess. Sie war eine Reparation, eine einzige moralische, großartige Geste. Ja. Insofern kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. Sie änderte völlig das Bild der Deutschen in Griechenland und minderte ihre Ressentiments nach der Besatzung, machte deren Demokratie glaubwürdig. Das war ein Höhepunkt der deutsch-griechischen Beziehungen. Sie schuf ungemein, wichtig ist das, eine Zeit des Vertrauens. Sie war eine Lebensart für einige Exilierte, das waren zwei unter uns, oder halb exilierte Griechen oder diejenigen, die nicht mehr nach Griechenland gehen konnten. Es war ein gemeinsames Leben und wie gesagt, ein Bewusstsein im Grunde. Wir waren eine Einheit, die sich ununterbrochen stritten. Und zwar aus zwei Gründen. Die eine ist parteipolitisch gewesen, es ging um die Zukunft Griechenlands, die eine waren für Papandreou, die andere waren für Karamanlis, und das ging hoch her. Und das zweite, der zweite Grund für diese Streitigkeiten war also die Methode oder die Art und Weise, wie man überhaupt da überlebt. Also es gab die Passionierten und die Vernünftigen, die Provozierenden, und die anderen, die eigentlich die Situation erhalten, also dieses Mikrofon noch erhalten wollten. Und von heute gesehen aus gebührt beiden ein Dank. Wir müssen. Gut, da können wir darüber nachher. Ja? Das war jetzt Input für die Diskussion. Ich denke, wir haben gesehen jetzt... Wie damals gedacht wurde und auch eben auf welchem Niveau diskutiert wurde innerhalb des griechischen Programms der Deutschen Welle. Wir kommen jetzt nach Griechenland und zu Eberhard Rondholz, und der wird jetzt uns etwas eingehender über die Rolle der deutschen Botschaft gegenüber der Deutschen Welle etwas erzählen. So, ich hoffe, dass dieses Mikrofon funktioniert. Ja, ist der Fall. Das griechische Programm der Deutschen Welle war in den Tagen der Athener Obristendiktatur eine absolute Erfolgsgeschichte. Das haben wir nun gehört. Aber dieser Erfolg hat nicht allen Freude bereitet. Das haben wir auch gehört.
Und dazu möchte ich jetzt noch ein paar Details beitragen, im Nachgang zu dem, was Hagen Fleischer schon gesagt hat, aus den Akten des Auswärtigen Amts. Die griechischsprachigen Sendungen der Deutschen Welle haben in offiziellen griechischen Kreisen erhebliche Verstimmung ausgelöst, da sie politisch einseitig und oftmals auf niedrigem Niveau gegen die derzeitige griechische Regierung polemisieren. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass die Griechenland-Redaktion der Deutschen Welle regimefeindliche Emigranten beschäftigt. So kann man es in einem internen Schreiben aus dem Bonner Auswärtigen Amt lesen, und einer der hier angesprochenen regimefeindlichen Emigranten, denen die deutschen Diplomaten damals politische Einseitigkeit, Polemik und niedriges Niveau bescheinigten, ist das amtierende griechische Staatsoberhaupt Karolos Papoulias. Ihn dürfte diese Einschätzung sicherlich amüsieren, und gegen die Bescheinigung politischer Einseitigkeit gegenüber der Militärjunta durch die damalige offizielle Bundesrepublik hätte er wohl auch heute noch keine Einwände. Die hier anwesende Nanai Koumassis ist sicherlich auch nicht. Noch weniger der leider verstorbene Schriftsteller Alexandros Skinas, dessen bissige Kulturkommentare dem Obristenregime, das im Sprachgebrauch der deutschen Botschaft damals nur die derzeitige griechische Regierung hieß, ein besonderes Ärgernis waren. Dem Auswärtigen Amt in Bonn auch. Aufgrund von wiederholten Berichten der Deutschen Botschaft Athen über die negative Wirkung dieser Sendung, die oftmals nicht nur in Regierungskreisen, sondern auch in der sonstigen Öffentlichkeit Griechenlands Befremden und Empörung ausgelöst haben, haben das Auswärtige Amt und das Bundespresseamt verschiedentlich Vorstöße bei der Deutschen Welle unternommen, um eine Korrektur der einseitigen Berichterstattung über Griechenland zu erreichen. Bisher haben diese Schritte noch zu keiner wesentlichen Besserung geführt, wie die Botschaft Athen anhand der ihr regelmäßig zugehenden Manuskripte der griechischen Sendung der Deutschen Welle feststellen konnte. Zweierlei wird in diesem Text deutlich. Zum einen ein für viele deutsche Diplomaten eingeschränkter Gesichtskreis, in dem die sonstige Öffentlichkeit nur aus dem unmittelbaren gesellschaftlichen Umfeld des Botschaftspersonals zu bestehen scheint. Das heißt, dass den Regierungskreisen nahestehende Milieu. Andernfalls hätte den Diplomaten in Athen aufgefallen sein müssen, welch ungewöhnlicher Beliebtheit sich die allabendlichen Sendungen aus Köln erfreuten und wie wenig verbreitet die Empörung über die Kölner Programme war. Nur daraus erklärte sich im Übrigen die Wut des Athener Obristenregimes auf die Kölner Journalisten. Und schon bald setzte die Junta Himmel und Hölle in Bewegung, um die kritische Stimme aus dem NATO-Partnerland Bundesrepublik Deutschland zum Schweigen zu bringen. Zumindest dem Programm politisch die Zähne zu ziehen. Dass die Junta dabei in der deutschen Botschaft einen beflissenen Bündnispartner hatte, wird aus den internen Papieren der Athener Botschaft leider nur zu deutlich. Die setzen alles daran, über eine vollständige Kontrolle der Sendungen die notwendigen Korrekturen an deren bisheriger Tendenz durchzusetzen. Obwohl das, wie Botschafter Limburg in einem internen Papier voller Neid konstatierte, in Deutschland nicht so einfach ginge wie in Frankreich, Großbritannien oder den USA, bei ORTF, BBC oder der Voice of America. Im Sommer 1972 schien es dann aber doch zu gehen. Intendant Walter Steigner ließ sich vom Junta-Propagandachef Vidon Stamatopoulos nach Athen einladen. Man traf sich in einem Athener Lokal beim Uso, wie eine Athener Tageszeitung beobachtete. Am Ende hielten beide schriftlich fest. Ab 1.10.72 wird die Leitung der Griechenland-Redaktion durch den deutschen Staatsangehörigen Dr. Heyer übernommen. Die Redakteure sollen angehalten werden, sich eines angemessenen Tones zu befleißigen. In Zukunft sollen Worte wie Regime oder Obristen nicht mehr gebraucht werden. Im Falle gegenseitiger Beschwerden sollen sich, wie in letzter Zeit bereits praktiziert, Stamatopoulos und Steigner unmittelbar in Verbindung setzen. Ein in der bundesrepublikanischen Rundfunkgeschichte einmaliger Vorgang. Der Intendant einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, ein Sozialdemokrat noch dazu, verhandelt mit dem Propagandachef eines Militärregimes über die Programmgestaltung einer ihm unterstellten Redaktion, Sprachregelungen eingeschlossen. Am 22. September 1972 erschien der neue Botschafter Onken beim Propagandachef Stamatopoulos zum Antrittsbesuch
und kabelte anschließend nach Bonn. Ich rege an, die Vorschläge von Herrn Stamatopoulos zur Programmgestaltung der Deutschen Welle Herrn Steigner in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. Der Propagandachef eines Militärregimes als Programmgestalter einer Rundfunkanstalt der Bundesrepublik. Für diesen Botschafter eines demokratischen Landes offensichtlich eine völlig normale Vorstellung. Im Sommer 1974 war ja dann Schluss mit der Obristendiktatur. Die griechische Redaktion der Deutschen Welle ließ sich in Athen als Stimme des antidiktatorischen Widerstands für ihren Beitrag zur Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland feiern. Zu Recht. Mit dabei Botschafter Onken, soeben noch ein Bündnispartner der Junta im Kampf gegen regimekritische Rundfunksendungen aus Deutschland. Jetzt sprach derselbe Onken der Redaktion des von der Botschaft jahrelang mit allen Mitteln bekämpften griechischen Programms der Deutschen Welle seine Anerkennung aus. Diplomaten bringen so etwas eben problemlos fertig. So, jetzt das hier klappt also. Das war Eberhard Rondos, da gibt es ja einige Fragen, die jetzt damit aufgerissen wurden mit deinem Vortrag, aber da werden wir später drauf eingehen. Jetzt wird uns Eleni Torossi einen Überblick über das griechische Programm des Bayerischen Rundfunks während der Diktaturzeit geben. Ich war 22 Jahre alt, als ich vor Pavlos Bakoyannis stand. Und er fragte mich, ob ich gut Griechisch kann und auch gut Schreibmaschine. Pavlos Bakoyannis war der Leiter der griechischen Redaktion beim Bayerischen Rundfunk. Das Programm wurde 1964 gegründet. Er hat es als Leiter übernommen. Und es war ein Programm, am liebsten lese ich einen kurzen Text, um klarzumachen, was das für ein Programm war und was das bedeutete für die Griechen in Deutschland. Diese Radiostation, also unsere Sendung, nahm seltsam Platz in meinem Leben, hat es sogar verändert. Seitdem ich sie entdeckt habe, eile ich jeden Abend in das Wohnheim, um die Sendung im Radio zu suchen. 20:20, mitteleuropäischer Zeit. Meistens schalte ich das Radio ab 20:15 ein, damit ich nicht eine Sekunde, nicht einen Bruchteil einer Sekunde verpasse. Denn die Sendung und ich stehen in einer ungebrochenen, dämonischen, würde ich sagen, Beziehung zueinander. Sie gibt es für mich, genauso wie es mich für sie gibt. Manche Kommentare finde ich sehr gelungen. Sie treffen direkt ins Herz des Arbeiters. Vor allem finde ich aber die politischen Kommentare und wünsche mir, dass sie das Herz der Diktatoren direkt ins Herz treffen und ihnen große Angst einjagen. Das ist aus einem Brief eines Gastarbeiters, der uns damals geschickt wurde. Die Leute, die in Deutschland waren, waren abhängig von dieser Sendung, haben jeden und sehr treu. Wir haben uns unzählige Briefe geschickt. Sie kamen in die Redaktion und haben uns gratuliert. Sie waren abhängig, jeden Abend die Nachrichten aus der Heimat zu hören, denn es gab kein anderes Mittel damals. Es gab keinen Fernseher, es gab nicht die Sendungen aus der Heimat, sondern nur das griechische Programm des Bayerischen Rundfunks. Ja, das war die griechische Redaktion. Die Haltung des Programms, ja, Pavlos Bakoyannis war von Anfang an gegen die Militärdiktatur. Als 1967 der Putsch stattfand, hat er sofort mit Kommentaren begonnen gegen die Militärjunta. Diese Kommentare, auf diese Kommentare gab es sehr, sehr viele Reaktionen von der deutschen Botschaft in Bonn. Die Zeitungen haben geschrieben, von der griechischen Botschaft in Bonn, ja.
Wallenreiter, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, und Walter von Kube, der Programmdirektor, waren erschrocken und haben versucht, immer wieder Bakoyannis zu bieten, sanfter zu sein. Bakoyannis hat einen Kommentar geschrieben, stattdessen sanfter zu sein, hat er geschrieben, in Wahrheit handelt es sich bei den mannigfaltigen Interventionen gegen die Ausländerprogramme, von wem sie auch ausgehen, um Angriffe auf das im Grundgesetz und in den deutschen Rundfunkgesetzen verankerte demokratische Grundrecht der Informations- und Meinungsfreiheit. Der gegenwärtige Streit berührt also unmittelbar auch jeden deutschen Staatsbürger. Die Informationsfreiheit steht in der Bundesrepublik unterschiedslos deutschen wie ausländischen Staatsangehörigen zu. Anders als das Wahlrecht kann das Grundrecht der Informationsfreiheit nicht auf Deutsche beschränkt werden. Wer versucht, es durch Maßregelung der fremdsprachigen Sendungen zu beschneiden, um damit den freiheitsfeindlichen Regimen in den Heimatländern, es gab ja auch Spanien, der Gastarbeiter in den Heimatländern der Gastarbeiter gefährlich zu sein, schafft damit einen gefährlichen Präzedenzfall. Also auch die Spanier haben protestiert gegen die spanische Redaktion und die Griechen immer wieder. Bakoyannis, ich erinnere mich, weil ich dort gearbeitet habe, an einem Fall, den berühmten Fall Fritz, CSU-Mitglied im Rundfunkrat. Bakoyannis hatte eine Meldung gebracht, dass es sein kann, dass in den nächsten Tagen die Drachme entwertet wird. Eberhard kennt diesen Fall, auch Sie. Und darauf gab es eine unglaubliche Reaktion, dass die Belange des Landes Bayern und die Interessen, die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands sind durch diese Meldung beschränkt und geschädigt und so weiter und so fort. Darf ich ergänzen? Diese Meldung hat auch dann die Deutsche Welle vom Bayerischen Natürlich, Rundfunk übernommen. Weil wir ja sehr eng zusammen gearbeitet haben. Und also aus seinem internen Bericht der Deutschen Welle, verfasst im Jahre 1975, lese ich, in einem Brief an den Intendanten wies Staatssekretär AD Gerd Lemmer auf die wirtschaftlichen Folgen dieser Falschmeldung für die Bundesrepublik hin. Am 10. März 1971 teilte er mit, dass die griechische Regierung unter Berufung auf die Meldung der Deutschen Welle den Auftrag zum Bau einer Zuckerfabrik im Wert von 100 Millionen D-Mark nicht einer deutschen, sondern einer polnischen Firma gegeben habe. Ganz kurz ergänzend zu dieser Sache, dass das war für die Deutsche Welle die einzige in all den Jahren falsche Meldung. Und zwar, weil also verschrien wurden, also von der Junta her, also dass wir was übertreiben und immer wieder die Unwahrheit sagen und lügen und über Folter reden, die nicht stimmen. Es ist tatsächlich die einzige Falschmeldung. So, wir haben ganz kurz erwähnen, also das auf der im Mai 1941 sind die Deutschen auf Kreta gelandet. Und darunter war auch der ehemalige Boxweltmeister Max Schmeling, der sich dabei verletzt hat. Und der BBC hatte gemeldet, Max Schmeling auf Kreta gefallen. Daraufhin hat Goebbels Max Schmeling im Rundfunk präsentiert und hat gesagt, na, ein Beweis wie der BBC, der lügt dauernd. Hier, Schmeling lebt. Okay, das war jetzt der erste Einblick. Wir diskutieren das Thema noch ein bisschen. Zu Bakoyannis muss man noch sagen, das war eigentlich ein konservativer Mensch. Heißt das nicht? Ja, man hat immer gesagt, Bakoyannis ist ein Konservativer. Das stimmt gar nicht. Bakoyannis war ein Marxist. Bakoyannis hat eine Doktorarbeit über Marxismus und ich erwähne später den Titel seines Buches. Es gab dieses Missverständnis, weil er ein Junge aus
Evritania war Sohn eines Priesters, kam nach Athen und war angestellt am Hafen von Piräus als Polizist für die Hafenbelange sozusagen. Ja, Hafenaufseher oder was, wie das heißt. Limanophylakas. Und dann kam er nach München im Büro des Ergatikosakoluthos, das Arbeitsbüro des Konsulats, für die, natürlich für die Gastarbeiter, waren diese Büros, diese Arbeit, wie hießen sie? Ergatikosimbulu? Ja, ja. Und er hat aufgepasst, dass er zum Beispiel kein Interview mit Mikis Theodorakis macht. Dass man nicht als Kommunisten ihm das vorwerfen kann. Er hat sehr aufgepasst, aber er war auch sehr, sehr intelligent. Er hat ganz couragierte Kommentare jede Woche gemacht und hat den Kontakt zu der Leitung des Bayerischen Rundfunks immer sehr lebendig gehalten. Und das war sein Talent, er konnte das machen. Wir gehen jetzt aus Deutschland weg, kommen jetzt nach Griechenland und kommen jetzt zu Petros Markaris. Zur Zeit der Hunta war er ja in Athen, er hat damals geschrieben, aber unter anderem hat er auch das Goethe-Institut besucht. Und was ja eine sehr wichtige Rolle, Sie bekommen gleich das Mikrofon von mir, ja, gespielt hat. Also, guten Abend, meine verehrten Damen und Herren. Ich habe tatsächlich während der Hunta von 1967, oder genauer gesagt, ich bin 1964 nach Griechenland gezogen. Aus Istanbul über Wien. 1967 kam dann der Putsch. Ich habe von 1967 bis 1974 permanent in Griechenland gelebt. Nach dieser Zeit und nach der Zeit, die die Griechen heute also Metapolites nennen, also das neue Regime, die Demokratie, habe ich unzählige solche Diskussionen entweder mitgestanden oder erlebt oder zu hören bekommen. Und immer stelle ich mir die Frage, wo sind denn die Griechen? Wo waren sie denn, diese Griechen? Denn was ich höre, ist immer, was die Deutschen gemacht haben, was der Botschafter gemacht hat, wie, sagen wir, die Griechen in Deutschland reagiert haben, welche Parteien hat es gegeben, was die Griechen damals als Auseinandersetzungen miteinander gehabt haben. Wo sind die Griechen in Griechenland? Die Griechen, die Griechen Griechenlands, ist immer meine Frage. Denn mitunter habe ich sogar das Gefühl, dass eine Diskussion entsteht, in dem eigentlich der Kernpunkt ist, was wir für die armen Griechen in Griechenland gemacht oder vermisst haben. Ich verstehe das nicht. Ich kann das wirklich nicht irgendwie mitbekommen. Denn eigentlich gab es die Diktatur in Griechenland. Und wenn ich jetzt drei Franzosen oder Griechen gehabt hätte, die in Paris gewohnt haben, die hätten ihnen die gleichen Geschichten erzählen können. Und wenn sie sich jeden Mittag im Petit Cluny versammelt haben, im Boulevard Saint-Michel, und dasselbe diskutiert haben. Okay. Ich unterschätze das nicht. Ich finde es sehr nützlich und auch produktiv, sagen wir von einem bestimmten Standpunkt der Geschichte aus, was Herr Rontoks gesagt hat, und auch was Herrn Fleischer gesagt hat. Ich schätze das. Nur, was hatten die Griechen davon? Was wussten die Griechen davon? Hätten sie denn je eine Ahnung davon, was da passiert? Keine.
Nur so wenig, wie die sie von der Deutschen Welle mitbekommen haben. Das war der einzige, die einzige Möglichkeit, der einzige Weg. Ich weiß nicht, was der deutsche Botschafter oder die deutschen Botschafter innenpolitisch, innerdienstlich alles diskutiert, auseinandergesetzt haben und sich gestritten haben. Ich finde es sehr nützlich, dass man da eine Kenntnis davon hat. Nur die Griechen in Athen, die kannten nur Herr Johannes Weissart. Wer war Johannes Weissart? Herr Johannes Weissart war der Leiter des Goethe-Instituts. Und er war der Einzige, der uns ein Podium gegeben hatte. Und einen Rahmen. Und eine Stimme. Alles andere wussten wir nicht und es interessiert uns auch nicht. Was hatten wir denn davon? Dass wir aber die Möglichkeit haben, eine Ausstellung zu machen im Goethe-Institut. Ich sage die Ausstellung, wir haben das gerade besprochen in der Pause. Und dass wir die Möglichkeit haben, eine Diskussion frei zu gestalten. Was wir nicht hatten, war das Podium. Was wir nicht hatten, waren die Mittel, immer die Zensur umzugehen, damit wir reden konnten. Was wir suchten, war die Möglichkeit, eine Theateraufführung zu machen, ohne dass sie von der Zensur abgesetzt wurde. Das konnten wir im Goethe-Institut tun. Das war möglich. Wir haben es auch getan. Und unendliche Diskussionen. Was damals aber, als diese, sagen wir, Veranstaltung da gestaltet wurde im Goethe-Institut, was der Botschafter dazu gesagt hat, das wussten wir nicht und das interessiert uns auch nicht. Und es tut mir leid, aber es geht nicht nur um was die Griechen in Deutschland gemacht haben, es geht nicht darum, was die deutschen Politiker untereinander besprochen haben, es geht darum, wie die Griechen damals nicht Widerstand leisten, sondern menschlich und intellektuell überleben konnten. Und der Beitrag des Goethe-Instituts war ein großer und sehr wichtiger Beitrag. Ich danke Ihnen. Eine kleine Ergänzung dazu. Das, was Johannes Weissart im Goethe-Institut gemacht hat, hat die Junta natürlich sehr geärgert und damit auch die deutsche Botschaft, und die hat dann 1973 dafür gesorgt, dass Johannes Weissart nach London versetzt worden ist. Worüber sich dann aber das Auswärtige Amt auch nicht sehr freuen konnte, weil Johannes Weissart, kaum war er in London, eine Ausstellung mit Plakaten von Klaus Steck mit organisiert hat, die einen riesigen Skandal machte ich glaube, das hat das Auswärtige Amt nicht gefreut, diese Versetzung von Johannes Weissart nach London. Danke. Herr Arnold, ich danke Ihnen für Ihre Einzug. Nur eines muss ich sagen, ganz ehrlich zu sagen. Der Name Johannes Weissart. Ich muss Herrn Rondhans danken, die Ergänzung war sehr wichtig. Er wurde ja befördert und versetzt zur gleichen Zeit, aber Weissart, ja, stimmt. Eines muss ich aber sagen, ich habe die ganze Diskussion gehört, der Name Weissart ist kein einziges Mal gefallen, das wollte ich nur sagen. Ich will hier nur ganz kurz sagen, wir übertreiben, wir bleiben athenozentristisch. Wer kennt denn in Mazedonien und in Thrazien Johannes Weissart? Aber diese ganzen Griechen, die in Deutschland waren, die haben die griechische Sendung gehört und haben etwas kapiert und sind zu ihren Dörfern zurückgegangen und waren vielleicht ein bisschen mutiger, ich weiß es nicht. Aber okay, und es gab diese Leute in Athen und Johannes Weissart. Okay, ich mache jetzt Schluss. So, das war, du sprachst eben vom griechischen Programm des Bayerischen Rundfunks. Ja, okay, und jetzt wollte hinzufügen, dass die Deutsche Welle, die tatsächlich, wie Herr Makary sagt, das war es. Das war die Informationsquelle und das war auch die
der Zuspruch zu durchzuhalten und den Mut es zu haben und das Bewusstsein, es wird vorbeigehen und die Wahrheit zu wissen, neben und gegen die Desinformation. Ohne den Bayerischen Rundfunk hätten wir nicht so gut funktionieren können, der de Bakoyanis hatte, weil er von Griechenland nach Deutschland zu den Gastarbeitern die Thematik hatte, sendete einen Korrespondenten, der Zazaronis von dem Spiegel. Wir natürlich als ein Sender, der im Grunde, das haben wir ja nie angehalten, aber im Grunde über das Bild der Deutschen, Deutschlands nach Griechenland sendeten, hatten wir keinen Korrespondenten. Das heißt, wir gaben sehr viele Informationen, fast täglich von Bakoyanis und sendeten dann zu diesen 3 Millionen Zuhörern nach Griechenland. Das ist natürlich tatsächlich die Frau Kulmusi, wer war denn sonst, also Zazaronis war einer, das war der Spiegelkorrespondent in Griechenland. Was waren denn sonst die Informationsquellen? Das gab mehrere Kanäle, nicht? Auf mehrere Ebenen natürlich, nicht? Also von Menschen, die also zu uns kamen, von Telefonaten, von auch verschwörerischen Treffen. Wir haben mehrere Stufen von Räumlichkeiten, wo wir uns trafen, um eine Information zu bekommen. Und es gab auch Momente, die sehr schwierig waren, zum Beispiel, wenn wir von einer Familie bekamen, die Information, jemand wird gefoltert. Bei Haralambopoulos war sowohl der Mann der Frau Haralambopoulos und der Sohn zugleich. Und dann war es also auch eine moralische Frage, was machen wir jetzt? Wird das schlimmer, wenn wir berichtet oder müssen wir es? Und meistens haben wir natürlich also für das Berichten uns entschieden, genau wie also auch die Politik der Amnesty International gewesen ist. Also es gab mehrere Kanäle, auch wie gesagt von den einfachen Verwandten wie zu aus Parteien, aus Vereinen, aus Widerstandsgruppen und eben vor allem auch sehr, sehr vieles von Bakoyanis, von Pavlos Bakoyanis, der seine Kanäle wieder hatte. Das war noch ein Talent von Pavlos Bakoyanis, seine Informanten zu haben, nicht nur Zazaronis, sondern auch vielleicht manchmal dubiose Figuren, aber sie gaben ihm die Nachrichten. Ich habe diese Nachrichten dann auch der Deutschen Welle weiter befördert, die ganzen Telex liefen, ich erinnere mich daran, und auch wie schnell ich diese Nachrichten tippen musste. Dann die andere große Gabe von Pavlos Bakoyanis war, dass er Kontakt zu allen Politikern, Flüchtlingen in Europa halten konnte, also Vlachou und Lambrias und Mitsotakis in Paris und Anna Filini in Rom. Er hat diese Kontakte gepflegt und mit den Leuten ständig diskutiert. Auch Dimitris Tsatsos war ein Partner von ihm. Bakoyanis hat sich sehr von Dimitris Tsatsos beraten lassen und Mangakis natürlich auch. Also diese ganzen Namen, die Sie erwähnt haben, die fand man dann wieder auch beim griechischen Programm der Deutschen Welle. Nicht? Das war ja ein Forum, eine Plattform für die Opposition, eigentlich viel stärker vielleicht in der Bandbreite als der Bayerische Rundfunk. Das war vielleicht etwas breiter, aber an Wichtigkeit waren sie ebenbürtig. Zum Beispiel die Sache mit Tsatsos und Mangakis, wo wir also mit Tsatsos zusammengearbeitet haben, für die Sache von Mangakis. Eines Tages bekam ich einen Brief. Und das war der berühmte Brief von Mangakis. Freiheit, meine Geliebte, Eleftheria Agapimou, also auch wieder ein europäischer Fall, also die griechische Diktatur als europäischer Fall. Er wandte sich eben direkt an die Europäer. Und ich bekam diesen Brief über Tsatsos, über das Gefängnis. Natürlich ein getipptes schon. Das war am Anfang nur so ein kleines Zettelchen, also vom Gefängnis. Und das habe ich dann sehr schnell, sehr schlecht und sehr schnell übersetzt und die Zeit geschickt, die wirklich eine ganz tolle Aufmachung gemacht haben, eine ganze Seite. Und dann also eine breitere, weitere Verbreitung auch noch gefunden hat. Also das war auch ein Zusammenhang. Machen wir das doch etwas konkret. 21.40 Uhr griechischer Zeit begann ab 1969, glaube ich, das griechische Programm, nicht? Also die Zeiten haben sich dann gewandelt. Ja. Dann ging es erstmal so, ich habe es mir mal angelesen, diese Sachen,
es begann die Nachrichten und ein Kommentar eines deutschen Redakteurs. Und das Ganze wurde in Katharevos, also der griechischen Hochsprache, irgendwo habe ich gelesen. Ah, das ist ja wunderbar. Ja, also, und zwar Notarengriechisch soll das gewesen sein. Notarengriechisch, warum? Also, warum? Weil das eine Differenzierung sein musste zwischen den Nachrichten, die wir von der deutschen Redaktion, von den Vorgesetzten bekamen. Das war so ganz wunderbar, Notargriechisch. Also, und wenn eine Meldung interessieren sollte und vom griechischen Interesse war, dann war normale Demotiki. Wie ging das weiter, das Programm? Wie ging das weiter? Will ich ganz gerne, ich habe es nur auf Griechisch hier. Vielleicht kann ich Ihnen das doch noch einmal in Erinnerung bringen. Εδώ η deutsche Welle από την Κολονία. Η φωνή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Das war so jeden Tag. Und dann weiter, το πρόγραμμά μας, unser Programm, αγαπητοί ακροατές, liebe Hörer, θα αρχίσει όπως πάντα με το δελτίο ειδήσεων. Also mit den Nachrichten, nicht? Ήταν so differenziert worden. Und το καθημερινό μας πολιτικό σχόλιο. Dann hatten wir also ein politischer Kommentar, den wir auch von der deutschen Redaktion bekamen. Dann kam Echo des Tages und da war die Presseschau, die deutsche und ausländische Presseschau, που αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. Das war natürlich bereits, also die Auswahl, also die Presseschau konzentrierte sich nur auf Themen, die Griechenland betrafen. Καθώς και ρεπορτάζ ελληνικών πολιτικών γεγονότων. Να κάνουμε noch die Reportage von griechischen politischen Ereignissen. Dann θα πλαισιωθεί με μουσική, also unser Programm wird umrahmt von Musik, das heißt voll Theodorakis, verboten immer. Und dann kam unsere Taktikie-Kombi, also die übliche Sendung, από την κοινωνική ζωή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Am sozialen Leben der Bundesrepublik. Das war natürlich alles also ganz von ganz großem Interesse und alles war griechisch und die Musik war natürlich Theodorakis und sehr häufig auch Potethagenics Asteria. Gut, das war so, das hört sich jetzt bei mir nicht jetzt nach Pluralismus aus, das Ganze nicht. Das war aber was heißt Pluralismus? Man konnte nicht sagen, also wir haben jetzt also für die Demokratie und für die Junta. Ne, warte, was ich meine ist Folgendes. Ich meine, BBC hat sprach ja von der griechischen Regierung. Ich glaube niemals, nicht, kein einziges Mal. Richtig. Sie haben niemals von der griechischen Regierung, sondern die Usurpatoren der Macht. Das waren sie auch und das haben wir auch gesagt. Ja, das war so auch eine Junta, ohne Massenpartei, ohne nichts. Ja. Gut, ich will ja jetzt nicht über die Junta reden, aber es ist so, dass wir, also auch als dieses Protokoll von Stamatopoulos und Steigner, wogegen wir natürlich sehr viel opponiert haben, dass er nicht fährt, aber ist hingefahren, der Steigner. Gedächtnisstütze ist das damals. Gedächtnisstütze bei dem Treffen der beiden. Ja. Kein Geheimprotokoll, die wollte diese Terminus. Memorandum, ja, genau, richtig. Auch kein Protokoll, sagte ich, aber auch nicht Geheimprotokoll, sondern eine Gedächtnisstütze, also ein Memorandum, wo eins das Wichtigste war, also griechische Regierung sagen, niemals haben wir es gemacht. Wir haben Regime. Also was heißt das? Das wurde also diese quasi Vereinbarung oder dieses Übereinkommen oder dieses Gentleman's Agreement, wie haben Sie das davon gespürt? Haben wir. Ja? Und zwar haben wir ständig, auch ohne dieses, aber wir sollten uns, genauso wie vorhin, also bei dem Bericht über die Botschaft, nicht geheißen hat, wir müssten uns zusammennehmen sozusagen und versuchen also nicht jetzt, also die Dinge zu sagen, also sie so benennen, wie sie sind und wir sollen zum Beispiel niemals also das Regime nennen und wir sollen natürlich auch vielleicht nicht so schärfere Formulierungen haben. Und wir haben eigentlich Glück auch gehabt mit dem, als Nikolaou zurückgetreten ist. Das darauf komme ich jetzt zurück, der Leiter des Programms. Wann war das, 72? Ja, das 72. War, nein, das habe ich hier, glaube ich, 71. Die, 71, ja. Und zwar, das könnte ich vielleicht vornehmen, denn das ist ganz interessant, wie das war. Es war die, dann habe ich das hier falsch, es war der 20. März 72. Es wurde also eine Vorzäsur gehängt. Das heißt, die Kommentare, die politischen Kommentare von Kostas Nikolaou, ich glaube auch von Skinas, die also sehr, sehr scharf waren, aber Nikolaou musste jeden Sonnabend also mit Steigner zusammen besprechen,
die Vorübersetzung, besprechen diese, die Übersetzung von politischen Kommentaren. Und es gab an diesem Tag, der 25.3., ein Gespräch mit ihm, und in seinem Kommentar hat er auch gesprochen davon, das war schon bereits also die Problematik mit Zypern, dass Makarios ein Störfaktor ist für die Junta und dass sie würden also nie fertig mit ihm werden. Und jetzt kommt der Satz: Im Fall eines Mordes an ihm werden auch die Hühner wissen, wer der Mörder ist. Und dann sagte Steigner zu ihm, so wie Nicolau uns in der Redaktion erzählte, dann habe ich gesagt, also ich werde das nicht streichen, und hat noch einmal schon gesagt, Sie werden es nicht streichen. Sagte, ja, ich, also als Leiter der Sendung trete ich zurück, und da wurde es natürlich dieser Rücktritt sofort angenommen. Also selbstverständlich war das, also und zwar ununterbrochen, auch mit anderen, mit Johannes Gross, wobei Johannes Gross der beauftragt war mit der Kontrolle der Sendung von Anfang an, er war verantwortlich für die Sendung als Chefredakteur, ein CDU-Mann viel kulanter, viel intelligenter reagiert hat, öfters, weniger nicht sendbar, denn wir hatten auch dieses immer wieder auf den Skripten, nicht sendbar, reagierte, also viel kulanter als Steigner selbst, der SPD-Mann. Ich weiß nicht, ob das jetzt nun wirklich in diesem ganzen Bereich der Diplomatie und der Proteste aus Athen also nur zu setzen sind, oder, wie jetzt großen geschichtlichen Horizont sehen könnten, sagen könnten, es war kein Mensch von Format. Das kann ich nicht beurteilen. Obwohl ich ihn kannte. Ganz kurz noch was zitieren von diesem internen Bericht, der wurde ja 75 verfasst. Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Dr. Paul Frank, sandte am 17. März 1971 ein Schreiben an den Intendanten der Deutschen Welle. In ihm führte unter anderem aus, nur einen Satz, ich kann nicht umhin festzustellen, dass die griechischsprachigen Sendungen des Bayerischen Rundfunks und der Deutschen Welle für die Bundesrepublik Deutschland beträchtlichen außenpolitischen und auch wirtschaftlichen Schaden verursacht haben. Das heißt, die Deutsche Welle stand unter ständigem Druck. Und trotzdem sind diese Sendungen weitergelaufen, so oder so. Und das ist der große Verdienst der Deutschen Welle. Das ist der große Verdienst. Und ja, im Grunde, also wie also Sie fragten, also es ich meine, ist Entschuldigung, nicht, nicht nur ganz die griechischen Redaktionen, ich meine der deutschen Führung der Deutschen Welle. Auch. Trotz aller Querellen, trotz des ganzen Tauziehens, ist doch ein Verdienst der Deutschen Welle insgesamt, der deutschen Welle, die das überhaupt ermöglicht hat. Also zusammen, gemeinsamer Widerstand. Ja, so sehe ich das. So sehe ich das letztendlich. Also ich möchte in Griechenland gibt es manchmal Missverständnisse. Man glaubt in Griechenland, die Pressefreiheit ist das grenzenlose Reden über irgendwas, über alles. Aber hier, wir hatten eine andere, genau. Aber hier gab es, die Deutsche Welle musste auch ein Rundfunkgesetz respektieren. Naja, vor allem, also da sind also die Konservativen in der Sendung selbst, also gegen den passionierten Nicolaou Demaropoulos zum Beispiel, genau das war es. Sie wollten natürlich nicht die Grenze überschreiten. Wie wir sie immer überschritten haben, haben wir natürlich auch Heyer zu verdanken, der also Nachfolger von Nicolaou in der Leitung der Sendung, also der auch Griechisch konnte und so. Wenn wir wieder das Militärregime oder das Unrechtsregime, sagt anstatt die griechische Regierung, also er stand vor uns. Es gingen wieder ein paar Tage vorbei und dann ging es wieder so, nicht? Bis zu hin, die Faschisten. Aber noch einmal meine Frage von vorhin, Aufgabe des griechischen Programms, wie überhaupt des öffentlich-rechtlichen Programms, war es nicht, jetzt eine bestimmte Position zu beziehen, wie Sie das gemacht haben, ganz im Widerspruch zum Rundfunkauftrag praktisch der öffentlich-rechtlichen Sender. Sie haben ja Kampf gegen die Diktatur. Das widerspricht praktisch dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das war genau das A oder das B von Fleischer vorhin. Die wollten ja dieses, eine demokratische Sendung. Das wollte das die Deutsche Welle. Selbstverständlich, nicht? Und da ging es also dieses also ich dachte, die an Initiative der Grenze, ging jeweils 69 von Nicolaou. Das selbstverständlich. Er hat die politisiert. Er ist 69 dann zurück aus seinem Urlaub gekommen
und sagte, wollen Sie mehrere, also Millionen Hörer haben? Und natürlich wurde es das. Und zwar mit dem Argument, auch mit dem Argument, dass andere Sender dies getan hätten und gar vom Ostblock. Und dann wurde das und dann wurde es auch mit großem Erfolg. Und dann langsam wurde es immer, immer enger, bis eben 72 die Fortsetzung kam. Und Bakoyanis, also wo wir nicht mehr Kommentare von Bakoyanis senden durften, das leider war auch für eine Weile so. Ich glaube, Bakoyanis durfte ja, also das, was du vorhin da vorgelesen hast von Bakoyanis, das war so ein Artikel von ihm von 19. Um September 72 aus der Zeit. Und er hat es geschrieben, weil man ihm verboten hat, jede Woche einen Kommentar zu machen, die Leitung. Und er hat irgendwie nur 6 absetzen können im September dann. Und das war ihm dann zu viel. Was für eine Regelung wurde denn danach gefunden? Denn es gab ja auch eine Diskussion, dass das vom Bayerischen Rundfunk ausgegrenzt wird. Der Bayerische Rundfunk hat jemanden damit beauftragt, die Sendung zu beurteilen und Berichte, jede Woche Berichte zu schreiben. Das war, also er sagt selber, ich bin in die Sendung reingekommen während der Junta, als man an den Deutschen möglichst Beamten in normalen Verhältnissen suchte, auf den man vertrauen konnte, dass er die Sendungen hört und dass er objektiv jede Woche berichtet, ob die Sendungen dem demokratischen Bewusstsein entsprachen. Das war Hans Eidenayer. Er konnte perfekt Griechisch und er wurde damit beauftragt, diese Berichte zu schreiben, die Sendung jeden Abend zu hören. Und er hat es gemacht. Die Sendung des Bayerischen Rundfunks oder auch die griechische Sendung der Deutschen Welle? Nein, nur für die Sendung des Bayerischen Rundfunks. Ja. Jetzt muss ich doch was sagen. Wie ich zur Deutschen Welle überhaupt gekommen bin, mitten in dem Beginn einer Habilitationsschrift in der Universität Köln, war fast dieselbe Geschichte, nämlich, dass Johannes Gross, der bereits in der Deutschen Welle also war, zu mir kam. Das war so, den kannten wir. CDU-Mitglied, ein sehr toller Journalist der FAZ mit einem unglaublich ironischem Talent. Und er kam zu mir und sagte, also Sie sind der ideale Fall, wollen Sie nicht die Sendungen der Deutschen Welle lesen, aber allerdings am nächsten Tag und uns sagen, was da drin steht. Und da habe ich ganz spontan gesagt, oh, das ist aber sehr, sehr schön, aber dann würde ich gerne teilnehmen, wie man diese Sendung macht. Und sagte ich natürlich nein. Und dann einige Tage danach kam Nicolas und sagte, ob ich nicht mitarbeiten sollte, was ich dann also dann getan habe, wofür ich nicht weiß, aber das wollte ich sagen. Wir haben jetzt sehr viel gehört. Ich meine, das Ganze wäre ja nicht ohne die Junta gewesen, deren Protest gewesen und vor allem erste Ansprechstelle war ja in Griechenland die deutsche Botschaft. Ich habe euch beide ja vorhin gehört und ich muss sagen, ich habe da folgendes Problem. Also in der fraglichen Zeit, vor allem von 69 bis 74, haben wir ja in Bonn eine sozialliberale Regierung. Brandt ist Bundeskanzler, Scheel ist Außenminister. Brandt ist ja angetreten, bekannter Nazi-Gegner, Widerstandskämpfer, ist angetreten mit dem Leitmotiv mehr Demokratie wagen. So, ich kriege das jetzt nicht zusammen. Also eine Diplomaten, die, wie man Diplomaten so kennt, ja meistens ja ihr Amt vertreten. Sie bekommen den Auftrag, in gewisser Richtung zu agieren. Und man sieht hier, sie agieren eigentlich, ja, wie soll ich sagen, mit großem Verständnis für die Junta. Und das verstehe ich nicht. Gibt es eine Erklärung dazu? Naja, diese Sache hat natürlich diese Münze hat zwei Seiten gewissermaßen. Nicht? Die offizielle Politik und das, was die Regierung, die sozialliberale Regierung gesagt hat über die Junta, war klar. Man war gegen die Militärregierung und hat sich auch immer wieder dagegen geäußert. Die SPD hat exilierten Wissenschaftlern und anderen geholfen und es wurden aus der Parteikasse wurden auch Stipendien bezahlt und so weiter und so fort. Also es war, die Bundesrepublik Deutschland war ein gutes Gastland für die griechischen politischen Emigranten, das ist klar. Auf der anderen Seite gab es die NATO-Raison. Es war also völlig unmöglich, hier etwa
diplomatische Beziehungen abzubrechen oder Waffenlieferungen zu unterlassen und so weiter. Es war nun mal so, Griechenland ist ein NATO-Land und ein NATO-Land, mit dem muss man gute Beziehungen haben, vor allen Dingen, wenn die Amerikaner das wollen. Und deshalb lief das eben immer auf zwei Ebenen ab. Willy Brandt erklärte zwar seine Solidarität mit Mangalkis und anderen, aber auf der anderen Seite, wenn Günter Grass zu ihm kam und sagt, wir müssen die diplomatischen Beziehungen abbrechen, da war eine ganze Freundschaft kaputt. Also die Beziehungen zwischen Günter Grass und Willy Brandt sind für eine lange Zeit unterbrochen gewesen, wegen der Haltung von Willy Brandt, der nun mal als Regierungschef da eine bestimmte Politik verfolgen musste. Und wenn zum Beispiel Dänemark beantragt hat, im Europarat Griechenland auszuschließen, ich glaube, das ist von Dänemark damals ausgegangen, die Sache. Da war die Frage, wie verhält sich die Bundesrepublik in diesem Falle? Und da hieß es dann, ja, wir sollten uns doch besser der Stimme enthalten. Vor allen Dingen Helmut Schmidt hat vehement dagegen polemisiert, innerhalb der Partei, diesen Antrag zu unterstützen. Griechenland ist dann selber auf eigenen Entschluss dann ausgetreten aus dem Europarat. Bitte? Naja, aber das sprach nun mal offiziell dafür. Und die sagten immer, die Schwatzbude in Straßburg, die brauchen wir nicht und da gehen wir raus, weil der Ausschluss eben drohte. Nicht? Aber wie gesagt, es gab eben diese zwei Ebenen und das, was das Auswärtige Amt gemacht hat oder was die Botschaft gemacht hat, das haben die nicht ohne Zustimmung auch des Ministers gemacht. Nicht? Also Walter Scheel wusste natürlich von all diesen Versuchen auch gegen die Sendungen, die beiden griechischen Sendungen vorzugehen. Dass man das nicht durchsetzen konnte, das wollte ich allerdings an dieser Stelle noch sagen. Das hat etwas damit zu tun, dass diese beiden Sender, der Bayerische Rundfunk und die Deutsche Welle, Anstalten des öffentlichen Rechts waren. Und da waren die Einflussmöglichkeiten der Politik eben doch begrenzt. Wir wissen, dass das Modell nicht absolut funktioniert, zum Beispiel das ZDF in diesen Tagen, ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat da ganz klare Worte dazu gesagt, dass die Politik da Einfluss nimmt, mehr als es eigentlich darf. Aber insgesamt funktioniert das System. Das heißt, die Politik kann nicht durchregieren. Auch Franz Josef Strauß konnte beim Bayerischen Rundfunk nicht durchregieren und sagen, der Bakoyannis muss weg. Das funktionierte nicht. Wenn der Hörfunkdirektor der Meinung war, dieses Programm ist ein demokratisches Programm und entspricht unserem Rundfunkgesetz, dann konnte er sich damit durchsetzen. Und so war das bei der Deutschen Welle am Ende eben auch. Was man gern gewollt hätte, nämlich dieses Durchregieren, das funktionierte nicht. Und das hat, also da muss ich nochmal an Botschafter Limburg erinnern, der mit großem Neid, mit großem Ärger gesehen und mit Neid auf die anderen Kurzwellensender geguckt. Also wie war das bei der Voice of America? Wie war das bei der BBC? Wie war das bei ORTF? Er hat also überall die Pressechefs, die Presseattachés angerufen in den Botschaften dieser Länder und gefragt, wie funktioniert das da? Und dann konnte er hören, ja, beim ORTF konnte sich also, wenn das Quai d'Orsay was sagte, dann wurde den Wünschen des Quai d'Orsay entsprochen. Ja, und in den USA war es dann so, die Voice of America hat im Gegensatz zur Deutschen Welle sich in ihren Sendungen der griechischen Regierung keinerlei Unannehmlichkeiten zu bereiten bemüht. In erster Linie werden Nachrichten neutraler und für die griechische Regierung positiver Art gebracht und so weiter und so fort. Man will also mit kritischen Sendungen in Griechenland sich keine Schwierigkeiten machen. Und der Grund? Weil die USA ihre Basen in Griechenland hatten, ihre Abhörstationen und Anlaufpunkte für die 6. Flotte. Das war der Grund, warum also die Voice of America eine ganz, ganz zahme Politik gegenüber Griechenland machte. Das war in Deutschland so nicht möglich. Und das war nicht möglich, weil wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten. Und wer den eingeführt hat, das haben die meisten Leute dann vergessen. Das waren die Engländer. Ein Mann von BBC, Sir Hugh Green, der Bruder von Graham Green, ist also als Entwicklungshelfer nach Deutschland gekommen, nach dem Krieg, um nach dem Goebbels-Radio ein anständiges demokratisches Radio zu machen. Das ging dann so weit, dass das, was bei BBC möglich ist noch heute, nämlich sich durchzusetzen in außenpolitischen Fragen und zu sagen, was BBC da sendet ins Ausland, das kontrollieren wir. Das geht in Deutschland bis heute nicht. Aber ich glaube, generell gilt, dass die Botschaften keine Zellen der Resistance sind. Das konnte Herr Limburg auch nicht
auch nicht machen. Also Peter Limburg ist vor zwei Monaten 99 geworden, ich kenne ihn. Er erinnert sich besonders an die Ehre natürlich der griechischen Demokratie. Er hat das Verdienstkreuz bekommen wegen der Hilfe an Mangakis für seine Flucht nach Heidelberg. Er ist sehr stolz auf seine demokratischen Verdienste. Herr Makay, Sie haben damals vorhin gesagt... Es geht um diesen Botschafter, Limburg. Peter Limburg. Ja. Herr Makay, Sie haben uns vorhin gesagt, aber nur so nebenbei in einem Nebensatz, also man hat Deutsche Welle gehört. Was haben Sie denn daraus gehört? Also, die Sendung geht fast jeden zweiten Tag, wenn nicht jeden Tag, denn es konnte nicht so sein. Und es gab auch eine Hörerschaft in Griechenland, die die Sendung jeden Tag verfolgt hat. Das ist wahr, das stimmt. Natürlich, wenn man in einem Land lebt, wo alles zensiert wird, dann sucht man verzweifelt nach Lösungen, um mal eine objektive Nachricht zu hören. Das ist ein verzweifelter Tageskampf. Das macht man jeden Tag. Und nicht nur die Deutsche Welle, sondern auch Blätter, die illegal zirkulierten, Informationen, die, sagen wir, aus Frankreich kamen, oder aus anderen Teilen der Welt. Man war ja durstig, man wollte wissen, was passiert, weil wir hatten keinen Zugang zu diesem Regime. Wir waren nicht nur abgekoppelt und abgesondert, sondern wir waren die Feinde, wir waren der Feind. Und es ist nicht zu fassen, was es bedeutet, jeden Tag als Feind zu leben und zu überleben. Es ist ein ganz schwieriger Tageskampf, den man jeden Tag wieder neu beginnen muss. Natürlich braucht man dazu Auswege, Waffen und alles Mögliche. Und natürlich haben wir die Deutsche Welle immer angeschaltet und gehört. Radio Moskau war völlig diskreditiert in Griechenland. Wieso Radio Moskau? BBC aber schon. BBC schon. Und viele hörten BBC. Nicht nur die Deutsche Welle. Wenn man glaubt, die Deutsche Welle hätte ein Monopol, da täuscht man sich. So war das nicht gewesen. Wir haben nicht nur die Deutsche Welle gehört, sondern auch BBC. Jeden Abend die griechische Sendung von BBC auch. Aber Moskau, das war ein Radio, das völlig diskreditiert war. Keiner hört das, auch vor der Junta nicht. Nur die Erzkommunisten, alle anderen nicht. Wieso Radio Moskau? Aber, was ich auch vorhin zu erklären versucht habe, es ist eine Sache, sagen wir diese als Auseinandersetzungen in einem freien Raum zu erleben, und wenn ich das höre, diese internen Diskussionen wegen der Sendung, ich habe großen Respekt davor. Nur würde ich sagen, für die Griechen in Griechenland war das damals Luxus. Luxus. Damals war es Luxus. Da kümmerte sich darum. Nicht mal eine ordentliche Nachricht könnten wir haben. Wir diskutieren heute. Noch einen kleinen Beitrag. Ganz kurze Ergänzung.
Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, also in der Übersicht über die ausländischen Rundfunksender, die auch der Eberhard erwähnt hat, von Limburg, da, das ist also das, was auch Herr Markari sagte, Limburg sagt also von allen Sendern aus NATO-Staaten ist tatsächlich die einzige, die auch Widerstand leistet oder Solidarität, ist eben BBC, weil die eben also doch also ihre Freiheiten haben und so weiter, aber nicht, aber die passen immer auf, welche Sprache sie gebrauchen, also gebrauchen nie irgendwelche Verbalinjurien, was eben also die beiden Sender in Deutschland gelegentlich täten, ja. Und das noch eine Ergänzung, also zu dem, dass das Botschaften also nicht der Hort des Widerstandes ganz allgemein werden zum Aufruhr. Das ist eben diese Kontinuität in den Botschaften, die also immer zum Ausdruck kommt oder die, das Trägheitsmoment oder wie man das nennen will. Man kann es positiv und negativ ausdrücken. Ich erinnere also nach der deutschen Revolution oder der unvollendeten Revolution 1918, es gab also einen Außenminister von der USPD, also von der linken Flügel, die abgespalten waren, eine eigene Partei gegründet haben, ja. Der konnte sich natürlich nicht durchsetzen gegen die ganzen adeligen Botschafter und die adeligen Diplomaten, gerade im Auswärtigen Amt. Das war hoffnungslos, ja. Und das kommt eben da auch in den Fall. Das, also was wir gesagt haben, Willy Brandt zum Beispiel, warum hat er nicht mehr gemacht? Als SPD-Vorsitzender hat er oft mehr gemacht als Außenminister oder auch nur als Kanzler. Da konnte es noch irgendwie. Aber hat dann immer versucht, also da waren dann immer eben die Bedenken wegen NATO-Partnerschaft und immer das Schreckgespenst, das was ich auch erwähnt habe, also die Junta könnte eventuell einen nasseristischen Kurs einschlagen, ja, und könnte dann eben dieser übersteigerte Nationalismus, aus der dann aber sie rausführt, aus der NATO, und dann sind wir plötzlich der weiche Unterleib der NATO im Südostraum und die armen Türken sind dann isoliert, weil ihnen fehlt die Brücke zur übrigen NATO und das wird eventuell, werden die Türken dann auch eben rausgehen, ja. Also es sind solche Überlegungen. Es ist ansonsten immer das A und B, was wir auch da wieder gehört haben, ja. Ja, die griechische Regime ist nicht die beste Gesellschaft, aber, ja. Noch etwas mit dazu, was Herr Fleischer, zu dem, was Herr Fleischer gesagt hat. Die Junta hatte die große Unterstützung von Amerika, von den Vereinigten Staaten. Aber die absolute, mit Kissinger damals, das war klar. Und damals hatte Deutschland keine, so sagen wir, selbstständige Außenpolitik. Sie folgte ja den Amerikanern. So ging das. Okay, dazu, weil wir sehr viel über das Auswärtige Amt gesprochen haben, ich glaube, so eine... Herr Hölscher-Obermeier, Sie wollten kurz was sagen. Es ist schon, danke. Danke, es ist schon. Also ich gehöre sozusagen zur Kaste der leichten Beute der Diplomaten, die in solchen Runden ja gerne sozusagen aufs Korn genommen werden. Ich bin aber dankbar, dass zumindest an einer Stelle durchgeblitzt ist, dass wir also nicht irgendwelche erratischen Einzelakteure sind, sondern einfach sozusagen auch der Reflex der gesellschaftlichen Entwicklung und der politischen Entscheidungen. Das wurde, glaube ich, in den Ausführungen von Herrn Nonholz auch deutlich. Und das, glaube ich, ist eigentlich die interessantere Frage. Wie war damals die Diskussion hier in Deutschland, in der Gesellschaft, in der Politik und in der Öffentlichkeit? Und das ist ja eigentlich auch das Thema der heutigen Veranstaltung. Und darauf sind wir eigentlich gar nicht eingegangen, sondern das, was betrachtet wurde, das ist sozusagen ein Kanal von, ein griechischer Informationskanal, der aus Deutschland nach Griechenland wirkte, dankenswerterweise und als bewundernswertes Vorbild auch natürlich für die Deutsche Welle. Aber für mich wäre die Frage, wie war damals die Situation sozusagen gegenüber Ihren deutschen Kollegen? Wie waren da die Diskussionen? Welchen Einfluss haben Sie als griechische Journalisten in der Deutschen Welle oder auch an anderen Stellen oder auch als Griechen überhaupt, die damals im Exil waren? Wie weit haben Sie die Diskussionen hier in Deutschland auch sozusagen vorwärts gebracht oder beeinflussen können? Gut, das ist eine Frage. Zum Beispiel Pavlos Bakoyannis ist sehr, sehr oft im Presseclub eingeladen worden und hat diskutiert über die Situation in Griechenland und über die Militärjunta. Und
es gab natürlich bei uns in der Deutschen Welle ständige Gespräche, zum Beispiel Mavridis mit mehreren Abgeordneten. Wir nannten ihn den Lobbyist, weil ich wirklich im Parlament hin und her ging. Übrigens er, vielleicht jetzt, damit wir ein bisschen von den Botschaften kommen, der Lobbyist Mavridis, der kommt in den Europarat und will also etwas geben über Folter, also ein Dokument und so weiter und so fort. Und es werden immer die Wagen der großen Länder also angekündigt. Und er muss sagen, wer das ist. Also einer sagt also Bundesrepublik Deutschland, der andere dies und jenes. Und Mavridis mit seiner kleinen Deutsche Voix kommt vorbei und sagt, la délégation de la Grèce libre. Das war so also das ist auch nach außen, es ist vielleicht nicht eine Antwort auf Sie. Und die Diskussionen waren selbstverständlich mit der Presse, mit Journalisten, wie gesagt, auch schon in dem Fall von Gras. Ich wollte gerne, also außer diesem Gruß an Vassilis Mavridis, der nun also weg ist, ein Gruß an Valtinos, an Thanasis Valtinos, der heute hier ist, der wiederum der größten Rolle, wenn nicht die größte und die mutigste, bei der Herausgabe der griechischen Texte während der Diktatur, die in eine kryptografische Sprache geschrieben worden sind und von meinem Freund Skinas und von Nikolaou als eine Sprache der Sklaven durch das Mikrofon der Deutschen Welle charakterisiert wurde und wahnsinnig große Diskussionen ergeben hat, weil die Nos hat während der Junta die Metapher, wir legen jetzt das griechische Volk in Gips, damit es geheilt wird, in eine richtige Allegorie, in eine Erzählung verfasst, dass es eben jede Grenze überschritten hat an Mut. Bei dieser Sache, und damit legitimiert er auch die ganze Sache der Texte, worüber wir, also vor allem mit Skinas, homerische Gespräche geführt hatten während der Zeit. Ein letztes Wort über Steigner. Wir waren zusammen im privaten Raum eingeladen, als man schon wusste, das war kurz nach dem Polytechnikum, dass das jetzt zu Ende geht, dass es nicht mehr so weitergehen wird. Auch Zypern war und man musste also, dass es eben jetzt zu Ende geht. Und ich fragte ihn, was machen Sie ohne die Griechen, Herr Intendant? Wenn wir dann nicht mehr da sind, sagte er, ja, ich werde dann ruhiger schlafen. Hat natürlich nicht ruhig geschlafen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie wissen doch, Sie wollen fragen, ob ich weiß, ob ich eine historische Aufgabe erfülle. Und er ließ es bei dem Fragezeichen. Und dann haben wir also eine lange Diskussion gehabt. Und ich erzählte ihm, was mein Vater in Griechenland in einem Dorf erlebt hatte, er wollte nach Köln kommen und die Bauern haben also mit ihm gesprochen. Und ein Imker gab ihm einen Topf Honig für deine Tochter in Köln, für ihre Kollegen, auch den Deutschen. Das hatte mit Rührung angehört. Das war so jetzt so mehr eine der vielen, vielen Anekdoten. Ich wollte, was mich angeht, sagen, dass ich damals, als das zu Ende ging, hatte geschrieben in meinem Tagebuch, die Demokratie ist nur eine günstige Voraussetzung. Und Kostas Nikolaou, wir müssen jetzt leider Schluss machen, hatte gesagt, dass damals Sie leben in einer Zeit des Ausnahmezustands in der Redaktion. Das war wahrscheinlich auch vom Bayerischen Rundfunk nicht anders. Ein bisschen neurotisch auch, nicht? Ein bisschen neurotisch auch. Gut, hier sind wir zum Schluss gekommen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Das Ganze ist aufgezeichnet worden und wird dann irgendwann mal ins Netz gestellt werden.